Gute Idee, Bruder. Machst du nur einen Song über Käse, aber keine Käsedöner, das weißt du. Oh Mann, schade, hast du meine Idee immer noch nicht angenommen. Nein, das kommt nicht gut an bei meinen Kunden. Ich bleib bei meinen normalen Döner, Bruder. Stefan, Bruder, endlich bist du mal wieder da. Hast du Hunger, mal was Richtiges zu essen, Bruder? Grüß dich, Ali. Na klar, deshalb komme ich ja immer bei dir vorbei. Ich hätte gerne einen Döner in der Dönerbox. Na klar, Bruder, mache ich dir sofort. Einen Moment. Wieso habe ich dich so lange nicht mehr hier gesehen, Stefan? Du, Ali, ich hatte viel zu tun. Ich habe in letzter Zeit echt viel Stress gehabt. Aber jetzt habe ich ein neues großes Projekt, was ich machen will. Und zwar werde ich meinen ersten Song rausbringen. Wie, Stefan? Du bist jetzt Sänger? Davon wusste ich ja gar nichts. Ach, Ali, ich kann schon immer gut singen, aber die Leute wollen es meistens nur nicht hören. Und ich habe mir überlegt, ich mache ein super cooles Lied über Käse. Gute Idee, Bruder. Machst du nur einen Song über Käse, aber keine Käsedöner, das weißt du. Oh Mann, schade, hast du meine Idee immer noch nicht angenommen. Nein, das kommt nicht gut an bei meinen Kunden. Ich bleib bei meinen normalen Döner, Bruder. Das riecht ja schon wieder so lecker bei dir. Endlich kann ich mir wieder mal eine Dönerbox reinjagen. Da habe ich ja schon wieder super Lust drauf. Wann ist sie denn fertig? Kann ich nochmal kurz rüber zum Auto gehen? Na klar, kommst du gleich wieder rüber, ja? Alles klar, bis gleich, Ali. Ich dachte, ich hätte irgendwo hier den Songtext. Verdammt, jetzt finde ich den wieder nicht. Egal, irgendwie, wie war es nochmal? Käse hier, Käse da, Käse ist so wunderbar. So ungefähr war's. Okay, dann holen wir uns jetzt mal die Dönerbox und dann fahren wir heim und versuchen es mal Carmen und den Kindern vorzusingen. Ich bin gespannt, was die sagen. Hier ist einmal die Box, Bruder. Danke, Ali. Auf dich ist immer Verlass. Dann mache ich mich mal jetzt auf den Heimweg. Ich bin gespannt, was Carmen und was Emma und Alina dazu sagen. Du bekommst natürlich direkt eine CD, wenn sie fertig ist. Wir sehen uns die Tage wieder, ne? Alles klar, Stefan. Wenn es dir gefällt, kann ich dir ein Angebot machen. Ich kenne jemanden, der hat ein Plattenstudio. Da kannst du vorbeigehen. Echt, Ali? Das wäre ja der Wahnsinn. Na gut, dann sehen wir uns die Tage wieder. Alles klar, Bruder. Bis die Tage. Dann nichts wie ab nach Hause. Ich bin gespannt, was die anderen dazu sagen. Abfahrt! So, alle mal runterkommen. Carmen, Alina und Emma. Antanzen, ich hab euch was zu erzählen. Was gibt's denn, Stefan? Ist irgendwas Wichtiges? Papa, was gibt's denn? Ich war gerade oben am Spielen. So, da ihr jetzt da seid, kann ich sie euch auch erzählen. Ich hab gerade mit Ali gesprochen. Und was wollte der von dir? Ich wollte was von ihm. Und zwar wollte ich als allererstes mal einen Döner mit Käse, aber den hat er immer noch nicht. Und zweitens wollte ich ihm sagen, dass ich ein Lied rausbringen werde. Haha, als ob, Stefan. Du kannst doch gar nicht singen. Das denkt ihr. Hört euch das mal an. Käse hier, Käse da, Käse schmeckt so wunderbar. Käse esse ich lieber als Fisch, deshalb kommt er auch nur auf meinen Tisch. Von Käse werd ich nur ein bisschen rund, deshalb landet er auch so schnell in meinem Mund. Oh Gott, Papa, hör auf, das hört sich ja schlimm an. Ach Quatsch, ihr habt alle keinen Musikgeschmack. Ali hat's gefallen. Also, ich find's eigentlich ganz witzig. Sehr gut, Alina. Und ich könnte ja auf deinem Kanal mal singen. Ich glaube, deine Zuschauer fänden das bestimmt ganz toll. Ich weiß nicht. Ich glaube, du solltest dir einen eigenen Kanal machen. Och, nee, da habe ich keine Lust drauf. Dann werde ich lieber zu Alis Kollegen gehen. Der hat ein Tonstudio und da könnte ich meine Platte aufnehmen. Echt? Bist du dir da sicher? Na klar, ich habe Riesentalent. Das habt ihr doch gerade gehört. Und für den Refrain hätte ich auch noch eine tolle Idee. Der geht so. Käse, 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 Käse. Oh Gott, Stefan, hör auf. Das erträgt man ja nicht. Wenn deine CD fertig ist, kann ich es mir mal anhören. Aber das Rumgebrülle hier, das erträgt ja kein Mensch. Ich gehe wieder hoch. So ein Blödsinn höre ich mir nicht an. Oh Mann, Emma, nicht so frisch. Ich gehe auch wieder. Lass dir deinen Döner mit Käse schmecken. Wir sehen uns später. Alina, wie kann ich denn am schnellsten so einen Track rausbringen? Ich könnte einen super Song daraus machen. Versprochen, das wird ein Mega-Hit werden. Vielleicht solltest du echt darüber nachdenken, ein Musikvideo zu drehen und das auf YouTube zu stellen. Damit könntest du Klicks machen und dann wirst du vielleicht bekannt. Das müsste ich mir überlegen, aber da könntest du mir ja helfen. Dann bist du hiermit auch wieder entlassen. Du darfst auch hochgehen. Alles klar, Papa. Lass es dir schmecken. Wenn ich erstmal meinen Käsesong rausgebracht habe, werden sie alle darum betteln, eine CD von mir zu bekommen. Aber bis dahin lasse ich mir jetzt erstmal meinen Käse wieder schmecken.
Käse hier, Käse da, Käse ist so wunderbar. Los, ab, jetzt esse ich dich. Nein, ihr kriegt nichts. Außer es bleibt etwas vom Döner übrig. Dann könnt ihr euch damit zufrieden geben. Aber Käse dürft ihr nicht essen, habt ihr verstanden? Sehr gut, Käse hier, Käse da, Käse ist so wunderbar. Käse, 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 Käse. Das wird ein Superhit.